Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 2. Ja, im letzten Part sind wir hier reingekommen. Wir haben einfach den Hund, den haben wir einfach ins Wasser geschmissen und jetzt sind wir hier drin und sind auch direkt an der richtigen Adresse. Und ich würde sagen, die Tür war fest verschlossen. Mein Klopfen wohl übertönt haben. Na, die Tür war einfach fest verschlossen. Und man kennt das ja, ne? Vielleicht finde ich da oben einen Weg, um reinzukommen. Ja, durchaus denkbar. Das Fenster ist nicht völlig geschlossen. Wer drin? Wer noch? Ein starker Ventilator. Ich komme nicht an die Blätter des Ventilators ran, was aber wohl auch ganz gut ist. Wenn ich meine Finger da reinstecke, brauche ich mir nie wieder eine Gitarre zu kaufen. Das ist deine einzige Sorge, oder wie? Komm, verstopf mal. Nein, falsch. Doch, richtig. Hallo? Und eine Kuh. Keine so gute Idee. Made. Glaube ich nicht. Das hier? Das klappt nicht. Vielleicht der Pfeil? Na, ich habe nicht richtig getroffen. Das klappt nicht. Schade. Und damit? Unsere Allzweckwaffe? Das funktioniert. Der Ventilator schmorte kurz auf und brannte dann durch, als der Bootshaken seine Rotorblätter verkeilte. Hey, wenn du nochmal so einen Lärm machst, breche ich dir beide Arme. Dieser Rüpel braucht dringend eine Lektion. Karsak ist schon sauer genug, weil wir den Stein nicht bekommen haben. Wenn du irgendwelchen Ärger machst, erzähle ich ihm, dass das alles deine Schuld war. Karsak? Das muss sein Chef sein. Okay. Immerhin haben wir jetzt eine Information. Der Ventilator ist nur noch Schrott. Ein Knäuel aus einem zersplitterten Bootshaken, verbogenen Blättern und einem durchgebrannten Motor. Der Bootshaken klemmt zwischen den verbogenen Ventilatorblättern fest. Na gut. Aber wirklich reingebracht hat uns das auch nicht. Es gibt einen besseren Weg, Ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Es gibt einen besseren Weg, Ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Und der wäre? Hier? Es gibt einen besseren Weg, Ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Ach so. Hier. Es gibt einen besseren. Ja, gut, ich hab's ja verstanden. Vielleicht hier? Es gibt einen besseren. Wie wär's mit Klopfen? Warte mal, aber da ist noch ein Fenster. Da ist noch ein Fenster. Das Fenster sieht aus, als wäre es seit vielen Jahren nicht mehr geöffnet worden. Das Fenster klemmt völlig. Das erklärt einiges. Die Klammer besteht aus zwei Metallgreifern, die sich schließen, wenn Gewicht an ihnen zerrt. Kann ich mir jetzt nochmal ein Fass hier ran klemmen? Ach, der gibt's dann auch direkt, der haut direkt rein. Das klappt noch nicht so, wie wir wollen. Wahrscheinlich sollte das Ganze ins Wasser. Mal darunter. Oder vielleicht auch auf den Hund, damit der hier rumbellt. Frage ist jetzt nur, wie bekommen wir das hin? Wie bekommen wir das hin? Kahn. Ein Frachtkahn ist am Dock vertäut. Das geht ganz schön tief runter, zu tief zum Springen.
Ja, den müsste man irgendwie entteuern. Oh ja, jetzt haben wir ja noch eine Tür, die habe ich ganz übersehen. Die Türen sehen zwar aus, als seien sie 100 Jahre alt, aber sie sind immer noch ausgesprochen stabil. Eine stabile Kette mit einem Vorhängeschloss blockiert die Türgriffe. Eine stabile Kette mit Vorhängeschloss. Komm, knack das Schloss. Das klappt nie. Das kannst du nicht sagen, wenn du es nicht probiert hast. Meine Güte. Ich kann auch nur nach rechts. Nee. Tipp bitte. Es ist ruhig. Wie geht's weiter? Du musst immer noch in das Lagerhaus, klopf an der Tür, aber Vorsicht, diese Leute sind skrupellos. Ihr habt doch schon mal... Ach so, wahrscheinlich, weil es ruhig ist. Aber ich dachte, das ist der Kahn, der das übertönt. Nicht der Ventilator, aber klar, dann probiere ich halt das nochmal. Okay. Das wäre sonst meine nächste Idee gewesen. Bleib doch nicht stehen, ich will da hoch. Wer ist da? Picasso. Ich habe keine Pizza bestellt. Nein, aber das hier ist doch die Condor Transglobal Schifffahrtsgesellschaft, oder? Ich mag keine Pizza. Och, komm schon, jeder mag doch Pizza. Vielleicht einer der seltenen Fälle von Mozzarella-Allergie. Okay, vielleicht... Hey, was jetzt? Hören Sie, diese Pizza ist schon bezahlt. Sie können sie ebenso gut annehmen. Ich sagte doch schon, ich mag keine Pizza. Nicht mal mit einer extra Portion Oliven? Ich hasse Oliven. Das sind die Hämorrhoiden des Teufels. Und auf zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei. Wenn du weißt, was gut für dich ist, machst du diese Tür auf. Und wenn nicht? Ich trete dir ein Loch in den Kopf. Okay, ich komme raus, du Bastard. Oh oh. Geh da hoch. Pass mal auf, ich hab hier was für dich. Komm mal hier rüber. Ich habe ihn weggelockt. Jetzt guckt er auf den Kern und dann kann ich da wahrscheinlich rein. Okay, alles klar. Ich frage mich ja, was passiert wäre, wenn ich mich... Oh shit. Oh, man kann also doch sterben. Aha. Remastered von Teil 2 kann man also doch noch sterben. Das finde ich ja nice. Leute, das finde ich nice. Ich dachte, das wäre wie beim Remastered vom ersten Teil, dass man dann immer sterben kann, aber ne. Das geht tatsächlich noch. Halt, nee, der steht jetzt davor. Kralle. Fast wie bei Minimax. Dr. Klare. Kralle. Ja. Typi. Oh. Okay. Meine Güte. Dann kletter ich eben da runter, klopf nochmal, geh nochmal da hoch, schmeiß nochmal das Fass, dann fällt der in den Kutter da rein, dann kann ich da rein. Das ist so der Plan, Leute. Wenn du weißt, was gut für dich ist, mach... Und wenn... Ich trete dir ein Loch in den... Okay, ich... So, hoch, hoch, geh hoch. Und benutzt die Kralle. Der Typ muss sich irgendwo versteckt haben. Ich sehe ihn nicht. Moment. Was ist das? Da ist doch was hier herumgedonnert.
Ja, das muss ich mir mal angucken. Nee, ich sehe den Typ immer noch nicht. Muss doch hier irgendwo sein. Ja, da darfst du dich ruhig freuen, Georgie. So, aber jetzt können wir doch reinkommen. Was sollte uns jetzt noch hindern? Okay, rein da. So. Ah, da ist ja noch der andere. Ah, der ist nicht da, okay. Machen wir mal die Schublade auf. Das einzig Interessante hier ist ein kleiner Messingschlüssel. Ansonsten? Über dem Schreibtisch hängt eine Pinnwand mit einigen Papieren dran. Unter den ganzen Papieren an der Pinnwand fiel mir ein Dokument besonders ins Auge. Ein Lieferschein von Condor Transglobal. Und die Adresse lautete Caramonte City. Okay. Aktenschrank. Ein Aktenschrank. Abgeschlossen. Der Schrank war fest verschlossen. Der kleine Messingschlüssel passt nicht in das Schloss. Ja, schade eigentlich. Der Lagerraum ist voll mit Transglobalkisten. Alle Kisten sind sorgsam verschlossen. Und auch die Kisten sind fest verschlossen. Halt! Nicht schießen! Der kleine Kerl hat ein Blasrohr. Das bestätigt meine Vermutung, was mit Nico passiert ist. Ich warte, dass er schießt, aber nichts passiert. Stattdessen will er mir wohl etwas sagen. Was? Was willst du? Er ist aufgeregt, fast verzweifelt. Was ist ihm so wichtig? Hi, ich tu dir nicht weh. Caramonte! Kommst du daher? Aus Caramonte City? Caramonte! Caramonte! Okay, okay. Was hast du mit meiner Freundin gemacht? Oh! Ich gehe nicht ohne sie weg. Wo ist sie? Er scheint mich nicht zu verstehen. Sag mir, was du mit Nico gemacht hast und ich teile diese Kekse mit dir. Ich weiß, klingt etwas lahm, so mit einer Packung Hundekuchen zu verhandeln. Außerdem, woher soll er wissen, wie gut die schmecken? Weißt du, was das ist? Petu! Lotse Kap! Petu! In Jakotla Kohina Mutu! Ich bräuchte so etwas wie ein Wörterbuch. Was schließt man mit diesem Schlüssel auf? Hey, du hast ja Handschellen an den Füßen. Wer war das? Der große Blödmann? Ich lasse dich jetzt frei, okay? Hey, komm zurück! Der Kleine geht zwischen den Kisten auf Tauchstation. Ja, ist okay. Vielleicht kommt der große Blödmann dann wieder rein und der Kleine, der hilft uns dann, indem er die Kisten auf den wirft. Das ist der Aufzug zum Obergeschoss. Ja, lieber zum Obergeschoss als zur oberen Ausstiegsstation. Ich kriege die Türen nicht mit meinen bloßen Händen aufgeschoben. Dafür gibt es doch normalerweise auch einen einfacheren Weg. Wie er sich über mich lustig macht, wenn ich als Spieler das versuche. Danke, Georgie. Das ist der Rufknopf für den Aufzug. Dann drück ihn mal. Oh, geht auch automatisch rein, okay. Na gut, dann sind wir jetzt hier im Obergeschoss und wenn jetzt nichts passieren sollte,
Gerade noch rechtzeitig. Ich habe den Lichtstrahl unterbrochen, damit sich die Tür nicht schließt. So kann niemand anders den Aufzug benutzen. Aber was jetzt? Ja, aber was jetzt? Das fragen wir uns zu guter Recht. Und ich würde sagen, wir schauen im nächsten Part, was jetzt. Für diesen hier soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut. Ciao, ciao.